Heute zeige ich dir eine ganz klassische Reparatur eines Displays und zwar in einem Samsung Galaxy A54 5G. Als allererstes überprüfen wir das Gerät mal kurz von außen. Wie ist der Zustand? Haben wir noch weitere Schäden neben dem Display? Bei diesem Modell ist es jetzt so, das Display ist ein Modul mit einem Teil vom Rahmen. Das werden wir später gleich noch sehen. Aber im ersten Moment meint man, das Display ist doch noch fehlerfrei. Was meint der? Das Display muss getauscht werden. Tatsächlich ist es so, das Gerät lässt sich nicht einschalten, beziehungsweise man sieht nichts. Ich kann das auch kurz mal beweisen. Und zwar stecke ich hier mal mein Messgerät mit Ladefunktion an. Und man hat schon gehört, Samsung Handy macht noch Töne, müsste also eigentlich eingeschaltet sein. Man sieht es auch am Messgerät, Stromaufnahme mit 9 Volt Schnellladen ist da und steigt auch. Das heißt, Gerät müsste jetzt eigentlich was anzeigen, ist aber weiterhin schwarz. Das alleine ist natürlich jetzt noch kein Beweis, dass es wirklich am Display liegt. Es könnte ja auch im schlimmsten Fall sogar ein Platinenfehler sein oder vielleicht sogar irgendein Softwareproblem hat sich aufgehängt oder ähnliches. Bei den Samsung A-Modellen ist es allerdings sehr häufig so, dass das Display gar nicht unbedingt außen gebrochen sein muss, sondern es kann auch sein, dass das Display-Panel, das eine Ebene unter der Glasscheibe sitzt, gebrochen ist. Und das sieht man in diesem Fall relativ gut. Und zwar, wenn ich mir hier das Display nochmal im hellen Licht hin und her schwenke, kann man hier oben einen ganz feinen schwarzen Haarriss erkennen. Ich versuche es euch mal jetzt so gut wie möglich in der Kamera darzustellen. Ich glaube, hier sieht man es am besten. Hier gibt es einen Riss, einen schwarzen, der hört auch hier bereits auf. Ist hier quasi nur wenige Millimeter vom Rand. Allerdings ist der nicht in der Glasche, man kann den quasi gar nicht erfühlen. Damit weiß ich hundertprozentig, der muss im Display-Panel sein. Und bei den Samsung A-Modellen, sobald im Panel ein Riss ist, habt ihr entweder ganz bunte Farben, schwarze Flecken oder wie in diesem Fall, es bleibt einfach schwarz. Das Gerät muss allerdings im Hintergrund dann noch funktionieren, so wie in diesem Fall. Man hört eben beim Anstecken noch Klingeltöne. Es würde gegebenenfalls auch noch der Wecker runtergehen oder Telefonanrufe durchkommen, zumindest so lange, bis die Batterie des Geräts irgendwann leer ist und sich das Gerät deswegen ausschaltet. Aber bis das passiert ist, muss das Gerät eigentlich fehlerfrei funktionieren, nur man sieht halt nichts mehr. Wenn du diesen Fall hast, dann bist du genau richtig und ich zeige dir jetzt, wie du selber das Display tauschen kannst. Für die professionelle Reparatur des Displays werden zwei Bauteile benötigt. Zum einen müssen wir die Rückseite des Samsung A54 5G lösen. Dafür wird einmal neuer Backcover-Kleber benötigt. Den braucht man dann ganz am Ende, um das sauber staubdicht wieder zum Verkleben. Und zusätzlich natürlich ein Display. Ich würde euch da ausschließlich das originale Display-Modul empfehlen. Alles andere macht eigentlich nur zur Datenrettung Sinn. Wenn ihr aber an dem Gerät noch ein paar Monate oder Jahre Freude haben wollt, dann besorgt euch auf jeden Fall ein originales Display-Modul. Beim originalen Display-Modul ist es so, Display kommt bereits mit vorinstallierten Rahmen. Das heißt, am Display selbst muss gar nichts verklebt werden oder irgendwie getauscht werden, sondern es ist im Prinzip so, dass wir hier einmal den Deckel vom alten Gerät lösen müssen, dann Zugang zu den ganzen Innenbauteilen haben, Batterie, Hauptplatine, Kameras, Subplatine. Und die Teile übernehmen wir alle auf den neuen Rahmen, kleben dann am Ende mit dem Backcoverkleber den alten Deckel wieder drauf und alles passt wieder. Zusätzlich haben wir dann noch kleine Bauteile wie hier seitlich die Knöpfe schon vorinstalliert. Wie gesagt, kompletter Rahmen ist mit neu. In diesem Fall war es das auch schon, was hier vorinstalliert ist. Bei manchen anderen Samsung-Modellen kann es durchaus auch mal sein, dass ein Vibrationsmotor oder auch ein Lautsprecher mit dabei ist beim Display-Modul. In diesem Fall, wie gesagt, nur seitlich die Tasten und der Rahmen. Losgehen tut es jetzt natürlich damit, dass wir das Backcover vom alten Gerät ablösen. Das sollte man dazu auf ca. 60 Grad erhitzen. Nicht viel mehr, denn der Kunststoff kann ansonsten Schaden nehmen. Ich nutze jetzt dafür eine Heizmatte. Diese ist temperaturgeregelt, auf 60 Grad begrenzt. Ich lege mir da einfach das Gerät drauf, warte dann, bis die Temperatur erreicht ist. Das dauert meistens 3-4 Minuten und dann kann man auch schon beginnen, das Backcover zum Lösen. Für den Fall, dass du jetzt keine Heizmatte hast, funktioniert auch entweder ein einstellbarer Heißluftföhn, zumindest wenn du den so niedrig regeln kannst, dass er eben nicht heißer wie 60 Grad wird. Oder was auch geht, ein ganz klassischer Haarföhn. Da solltet ihr halt dann nur schauen, auch wieder mit der Temperatur nicht zu heiß werden, aber in der Regel dürften die eh nicht viel mehr wie 60 Grad auf der höchsten Temperaturstufe erreichen. Ihr müsst das ein paar Minuten föhnen, besten mit dem Finger mal fühlen, dass alles gleichmäßig warm ist. Und wenn das dann passiert ist, dann geht es jetzt weiter mit dem Zerlegen.
Das Samsung-Handy ist jetzt warm genug. Wenn man das professionell ausbauen will, dann würde man mindestens hier so ein Werkzeug mit Saugnapf nutzen. Ich zeige dir jetzt allerdings, wie du das Backcover auch ohne Hilfe von solchen Werkzeugen lösen kannst. Um das Backcover von Hand zu lösen, brauchen wir einmal Isopropanol, dann am besten ein sehr dünnes Metallwerkzeug, ein etwas festeres, kann auch nicht schaden, und auf jeden Fall so eine Kunststoffkarte oder vielleicht auch eine ausgemusterte Bank- oder Kreditkarte. Ich gebe jetzt hier einfach ein paar Tropfen Isopropanol mal an eine Stelle rein, wo ich das Gerät als erstes öffnen will. Dann nehme ich mir mein dünnes Metallwerkzeug und fahre hier zwischen Deckel und Rahmen des Geräts rein und versuche dann das schon mal kleines Stückchen anzulösen. Gegebenenfalls auch nochmal Isopropanol draufgeben, wenn es nicht sofort klappt. Und bei mir ist es dann gern so, ich fahre dann gern mal ein etwas dickeren Werkzeug noch rein. Das hat lediglich den Sinn, dass ich danach mit der Kunststoffkarte hier gut ins Gerät reinkomme. Sobald das passiert ist, können die anderen zwei Werkzeuge weg. Wir geben Isopropanol drauf und dann löse ich hier schrittweise das Backcover. Was ihr unbedingt beachten müsst, ist, dass ihr hier mit der Karte nur im äußersten Bereich des Geräts arbeitet, also jetzt nicht bis zur Mitte durchfahren. Da befinden sich nämlich noch Kabel und andere Bauteile, die man ansonsten beschädigen könnte. Deswegen am besten bleibt ihr so die äußeren 3-4 mm, weiter muss man gar nicht reinfahren. Ich zeige es euch auch gleich nochmal, wenn ich den Deckel komplett gelöst habe. Beziehungsweise im Prinzip kann man sich es auch am neuen Kleber anschauen. Der liegt ja quasi hier so drauf, also nur der schwarze Teil hier außen ist der Kleber. Das heißt, nur so tief, wie so breit wie hier der Kleber ist, müsst ihr quasi ins Gerät reinfahren. Weiter ist nicht notwendig, um den Deckel zum Lösen. Wenn ihr dann merkt, dass es schwer geht, gibt ihr Isopropanol dazu. Oder wenn das Gerät schon zu stark abgekühlt wäre, kann man es auch zwischendurch nochmal mit dem Föhn etwas aufwärmen. Dabei solltet ihr wirklich vorsichtig vorgehen, damit euch die Rückseite nicht bricht. In meinem Fall muss ich sagen, so wie hier der Kleber aussieht, könnte man das sogar fast wieder mit dem alten Kleber verkleben. Meistens wird es euch aber passieren, dass der Kleber hier stellenweise durchreißt, auf der anderen Seite zum Teil hängen bleibt und dann müsste man den auf jeden Fall tauschen. Deswegen bestellt euch am besten immer gleich einen Backcover-Kleber mit dazu. Im Inneren des Smartphones kann ich jetzt schon ein paar Bauteile erahnen. Allerdings versteckt sich hier der Großteil noch unter dieser großen schwarzen Abdeckung und der kleinen schwarzen Abdeckung hier unten. Das heißt, der nächste Schritt ist hier alle Schrauben, die man hier oben finden können, zum Entfernen. Das Gute daran, bei den meisten Samsung Smartphones sind die Schrauben zum größten Teil gleich lange. Ihr müsst euch diese also nicht wirklich sortieren. Ich mache das lediglich so, dass ich mir die Schrauben von der oberen Abdeckung separat zu den Schrauben von der unteren Abdeckung zur Seite lege. Beide Abdeckungen sind dann zusätzlich zu den Schrauben auch noch eingeklipst. Das heißt, man schnappt sich hier eine dünne Pinzette, fährt hier seitlich in diese Aussparung rein, hebelt es ganz leicht nach oben. Wichtig, nicht so tief mit dem Werkzeug reinfahren, sondern wirklich nur den Kunststoff anheben, denn direkt darunter befindet sich die Hauptplatine mit allen wichtigen Bauteilen. Das heißt, auf der Platine versteckt sich hier irgendwo unter diesen silbernen Abdeckungen unser Prozessor, der Hauptspeicher und auch der Arbeitsspeicher. Was wir hier jetzt allerdings erkennen können, ist zum einen hier die große Hauptkamera, die quasi für den 1,0er Zoom zuständig ist. Wir haben dann auch noch eine Weitwinkelkamera und eine Zoomkamera bei diesem Modell. Die Frontkamera befindet sich hier oben, ist auch mit einem Stecker mit der Hauptplatine verbunden. Dann, was wir zusätzlich noch erkennen können, hier oben ist eins der zwei Mikrofone. Das obere Mikrofon am Smartphone wird bei den meisten Geräten nur dazu genutzt, um aus dem Hintergrund Störgeräusche rauszufiltern. Das heißt, das untere nimmt in der Regel eure Sprache auf. Das obere hört sich den Hintergrund an, zum Beispiel ist da viel Straßenlärm oder ähnliches. Und dann wird versucht, die Töne, die oben sehr laut sind, aus der Audiospur von unten rauszufiltern und somit die Tonspur hervorzuheben. Das größte Bauteil im Inneren des Smartphones ist dann in der Mitte der Akkumulator des Geräts. Dieser wird hier mit einer orangen Leitung direkt auf die Hauptplatine verbunden und das sollte auch immer das erste Kabel sein, das ihr aus Sicherheitsgründen einmal abstecken solltet.
Bei dem unteren Teil des Smartphones ist es ähnlich. Da müsst ihr genauso die Abdeckung aushaken. Wenn wir uns diese mal umdrehen, kann man hier bei der unteren Abdeckung auch den unteren Lautsprecher erkennen. Der wird hier mit zwei Kontakten auf die Subplatine verbunden. Wenn wir uns nochmal die Abdeckung von oben nehmen, dann sehen wir auch, dass hier auch ein Lautsprecher verbaut ist mit ähnlichen Kontakten. Der obere ist quasi nur fürs Telefonieren zuständig, der untere für Klingeltöne, Musik und andere lautere Sachen. Beide Abdeckungen beinhalten auch diese grauen Antennenstreifen. Das heißt, ohne diese Abdeckungen oder wenn die Abdeckungen gebrochen wären, hättet ihr wahrscheinlich sehr schlechten oder gar keinen Empfang. Hier unten können wir dann die Subplatine erkennen. Diese beinhaltet nicht nur die USB-C-Ladebuchse, sondern auch das untere Mikrofon. Zusätzlich verbirgt sich hier auch noch der Vibrationsmotor, der auch ähnlich wie die Lautsprecher mit der Subplatine mit Federkontakten verbunden wird. Hier mittig haben wir dann noch den Fingerabdrucksensor, der ähnlich wie eine Kamera funktioniert, allerdings hier durch das Display durchschauen kann. Das ist übrigens auch ein Punkt, wenn ihr das Gerät mit Fingerabdruck weiterhin nutzen wollt, funktioniert das bei den meisten nicht originalen Displays nicht, denn diese haben oft an dieser Stelle einfach ein durchgehendes Display, das nicht transparent ist und die Kamera schaut dann quasi einfach gegen eine Wand und sieht euren Finger nicht. Was ich damit genau meine, das sehen wir gleich nochmal. Jetzt erstmal weiter mit der Reparatur. Hier unten gibt es dann noch zwei Kabel, weiß und rot. Die sind für WLAN und Bluetooth-Empfang zuständig. Die werden auch auf der anderen Seite auf die Hauptplatine verbunden. Das Ganze ist ja auch mit R und W beschriftet. Damit kann man im Endeffekt beim Anstecken auch keinen Fehler machen, beziehungsweise muss sich gar nicht merken, wo das hinkommt, sondern rot bei R und weiß bei W. Ich fange jetzt erstmal an, den Fingerabdrucksensor auszustecken. Dazu gehe ich unter den Stecker und ziehe den gerade nach oben. Wichtig, hebelt nicht auf der Platine rum, sondern geht wirklich unter den Stecker und zieht die Pinzette, ohne irgendwo anzuecken, gerade nach oben. Nur so könnt ihr den Stecker ausstecken, ohne hier irgendwo die kleinen SMD-Bauteile auf der Platine zu beschädigen. Dann kann man hier schon erkennen, die Subplatine ist mit einer schwarzen Schraube mittig fixiert. Die lösen wir, legen uns separat zur Seite. Und bevor ich jetzt hier die Subplatine ausbaue, entferne ich zunächst mal die zwei Stecker, die von dem schwarzen Kabel von der Hauptplatine kommend her sind. Und dann haben wir hier bei diesen Modellen recht eigenartige Konstruktion. Und zwar gibt es hier auf der rechten Seite einen Stecker, der hier allerdings durch den Metallrahmen durchkommt. Das ist der Anschluss für Display und Touchscreen. Dieser ist allerdings gar nicht Teil von der Hauptplatine, auch wenn das im ersten Moment so aussieht, sondern der ist hier lediglich mit der Rückseite drauf verklebt und ihr müsst den einmal mit Isopropanol lösen und zur Seite drücken. Danach können wir die zwei Kabel, die für WLAN und Bluetooth-Empfang zuständig sind, ausstecken. Auch hier schon mal aus dem Rahmen etwas rausziehen. Die werden hier seitlich in so einen Schlitz geführt. Und wenn das passiert ist, kann man die Subplatine einfach nach oben rausnehmen. Danach müssen wir im unteren Bereich des Smartphones zwei Bauteile lösen. Und zwar einmal haben wir den Vibrationsmotor, der ist hier lediglich mit der Rückseite leicht mit doppelseitigem Klebeband darauf verklebt. Den kann man einfach raushebeln und genauso wie den Fingerabdrucksensor. Da gibt es hier an der linken Seite extra eine Kerbe, womit man auch mit der Pinzette das Ganze sehr leicht nach oben raushebeln kann. Im Falle vom Fingerabdrucksensor ist es auch so, da wird ein neuer Kleber schon auf euren originalen neuen Display vorinstalliert sein. Deswegen würde ich euch empfehlen, falls ihr hier noch Klebereste dran habt, macht euch die gleich mal weg. Beim Vibrationsmotor ist in der Regel nichts vorinstalliert. Da könnt ihr den originalen Kleber dran lassen. Der reicht in der Regel aus, damit ihr das damit wieder neu verkleben könnt. Nachdem wir unten fertig sind, gehen wir erstmal zur Hauptplatine. Und da ist jetzt ein sehr guter Tipp von mir. Steckt euch dieses dicke Flexkabel am besten nicht aus. Das ist nämlich eine der Schwachstellen bei den meisten Samsung A-Modellen. Und der Stecker, der sich hier auf der Hauptplatine befindet, der kann teilweise schon durchs Abstecken vom Kabel kaputt gehen. Deswegen habe ich den auch unten abgesteckt. Oben lasse ich den angesteckt. Und als zusätzlichen Tipp würde ich euch auch empfehlen, wenn es euch nicht zufällig abgeht, lasst euch auch hier die zwei Antennenkabel mit dran. Denn beim Anstecken von den Kabeln kann man durchaus auch mal abrutschen, vielleicht einen Schaden machen. Und dann ist es viel besser, wenn er nicht an der Platine abrutscht, sondern bei der Subplatine, denn die Subplatine könnt ihr relativ kostengünstig neu kaufen und tauschen. Die Hauptplatine ist dann nicht selten ein Totalschaden oder zumindest ein sehr hoher Aufwand, sowas wieder zum Reparieren. Deswegen vermeidet immer unnötig Kabel von der Platine abzustecken, wenn es auch anders geht. Deswegen, wie gesagt, die drei Kabel lasse ich dran. Die ganzen Kabel hier seitlich von den Kameras kann man dran lassen. Bei der Frontkamera muss man schauen, meistens geht es ohne diese auszustecken, das sehen wir allerdings gleich.
Auch hier bei der Hauptplatine gibt es wieder eine schwarze Schraube, die das Ganze fixiert. Die nehme ich mir wieder raus. Übrigens genauso lange wie die in dem unteren Bereich. Und bevor ich jetzt die Platine selbst rausbauen kann, muss man spätestens an dieser Stelle den Einschub für die SIM-Karte entfernen. Wenn dieser entfernt ist, könnt ihr die Platine mittig greifen und einfach nach oben ziehen. Und ihr solltet diese inklusive aller Kameras rausnehmen können. Die Kameras sind im Endeffekt alle jetzt nur mit einem Kabel jeweils mit der Hauptplatine verbunden. Die würden sich auch im Fehlerfall einzeln tauschen lassen. Für den Display-Tausch können wir das ganze Modul aber so zusammenlassen und muss eben gar nicht weiter auseinander gebaut werden. Also ich habe meine große schwarze Flexleitung, die zwei Antennenkabel und alle Kameras noch mit der Platine verbunden. Der alte Rahmen ist jetzt fast schon leer. Das Einzige, was uns noch fehlt, wenn wir es nicht mittauschen wollen, ist ein Akkumulator. Den müssen wir hier einmal rausnehmen. Bei den neueren Samsung-Modellen hat Samsung hier mit diesem blauen Zugtab uns das Ganze auch schon relativ einfach gemacht. Das heißt, lediglich diese blaue Lasche einmal nach seitlich komplett lösen und damit relativ viel Zug nach oben anziehen. Und im Optimalfall geht der Akku dann raus. Zack. Und dann könnt ihr den einfach auf der anderen Seite entfernen und habt den Akku ausgebaut, ohne dass der geknickt worden ist oder verletzt worden ist. An so einem Akku solltet ihr auch nicht unbedingt mit spitzen Werkzeugen dran gehen oder stark hebeln, denn wenn ihr diesen zu stark biegt oder verletzt, könnte der im schlimmsten Fall sogar brennend werden. Und das vermeidet man zum einen mit dem Zuglasche oder wenn euch die Zuglasche zum Beispiel abreißt, gebt am besten etwas Isopropanol unter den Akku und nutzt dann maximal ein stumpfes Metallwerkzeug oder wenn ihr euch das nicht zutraut, nutzt dann ein Kunststoffwerkzeug und auch diese Karte zum Beispiel würde funktionieren, wenn man sich hier seitlich etwas mit Isopropanol reinarbeitet und dann den Kleber quasi unter der Batterie Stück für Stück rausschneidet. Ein kleiner zusätzlicher Tipp, den ich gerne mache, denn beim neuen Display ist es jetzt so, dass die Folie hier nicht vorinstalliert ist. Die wäre nur dabei, wenn ihr euch jetzt einen neuen Akku gekauft hättet. Deswegen mache ich das gern so, dass wir weiterhin die Möglichkeit haben, das vernünftig auszubauen, dass ich mir jetzt hier einfach die alte Folie vom alten Rahmen abziehe. Ich achte dabei darauf, dass auf der Rückseite der Kleber, der zwischen Akku und der Folie angebracht war, dran bleibt. Dann können wir das nämlich auch hier mit dem alten Kleber gleich wieder verkleben. Dann dreht man sich den Akku einmal um. Muss dann ein bisschen drauf schauen, wie die Positionierung hier von der Folie war und klebt sich die entsprechend dann wieder, so wie es vorher war, auf den Akkumulator drauf. Das ist tatsächlich hier mit Handschuhen auch nicht ganz so einfach. Für den Schritt solltet ihr vielleicht keine Handschuhe verwenden, falls ihr die überhaupt nutzen wollt. Habe ich das quasi einmal hier hinten flach drauf geklebt und klebe jetzt nur noch hier die Ecken wieder rundum. So straff wie möglich, dass das alles möglichst flach ist. Dann haben wir im Endeffekt wieder die Funktion, wie wir sie vorher hatten mit dem Pull-Tab und man kann auch, wenn wieder mal eine Reparatur sein sollte, einfach das Ganze am Pull-Tab rausziehen. Dann können wir die ESD-sicheren Handschuhe wieder anziehen. Die habe ich jetzt hier als Profi im Einsatz. Wenn man das privat macht, muss man schauen, ob man das wirklich braucht. Allerdings natürlich statische Aufladung könnte man auch, wenn man die Platine irgendwo an einen festen Schaden machen. Deswegen habe ich hier die Handschuhe. Dann geht es weiter mit dem neuen Display. Ich werde jetzt hier einmal diese blaue Schutzfolie, die hier vorinstalliert ist, entfernen. Und dann, bevor man hier überhaupt loslegt, alles einzubauen, schaut man sich am besten immer alles mal 1:1 an. Sieht alles gleich aus. Da fällt mir hier halt auf, dass hier die Kontaktierung für die seitlichen Tasten vorinstalliert ist. Hier oben sieht noch etwas anders aus, denn hier ist noch eine Folie über der Aussparung für die Kamera. Dann sieht hier optisch erstmal alles gleich aus. Und hier unten gibt es auch noch eine Folie, die den Kleber für den Fingerabdrucksensor schützt. Und erst wenn alles gleich aussieht, würde ich mit der Reparatur fortfahren. Was man auch noch kontrollieren kann, beim originalen Display zwar nochmal kein Problem, aber hier oben ist normal im Rahmen so ein Zapfen drin, den ihr mit eurem SIM-Karten-Tool hier von außen reindrückt, wenn ihr quasi dieses Tool reinsteckt, um die Karte zu lösen. Und da könntet ihr, wenn ihr kein originales Display habt, jedenfalls mal kontrollieren,
ob der bei euch vorinstalliert ist. Wenn der nämlich fehlen sollte, müsstet ihr den vom alten Display aufs neue übernehmen. Und erst jetzt können wir mit dem Einbau beginnen. Im Fall vom Akku ist es recht leicht. Wir haben ja hier noch den alten Kleber drauf. Deswegen drücke ich den einfach mit relativ viel Druck bündig rein. Man kann auch nochmal kontrollieren, ob der wirklich richtig sitzt und sich nicht leicht ausbauen lässt. Nicht, dass der nach einer Zeit lose wird. Solltet ihr den alten Kleber nicht mehr nutzen können, würde ich euch so ein doppelseitiges Klebeband von 3M empfehlen. Als erstes will ich jetzt die Subplatine einbauen. Bevor ich das jedoch machen kann, sollte man unbedingt den Vibrationsmotor in diese Aussparung hier wieder so reinsetzen, dass wir oben die goldenen Kontakte haben. Denn nachdem die Subplatine hier eingesetzt wurde, kann man diesen nicht mehr tauschen. Subplatine erst unten beim USB-Anschluss einsetzen und dann nach unten drücken, bis hier die Schraublöcher mit den Gewinden übereinstimmen. Danach fixiere ich die Subplatine mit einem von den zwei schwarzen Schrauben. Schnapp mir den Fingerabdrucksensor und da zeige ich euch kurz noch, was ich vorher gemeint habe. Beim originalen Display ist es nämlich so, dass an dieser Stelle das Display transparent ist und Licht hier durchscheinen kann. Habt ihr jetzt ein nicht originales Display, ist es gerne mal so, dass hier gar kein Licht durchkommt. Und damit würde auch der Fingerabdrucksensor im Endeffekt nichts sehen können. Darum könnt ihr das auch gerne mal mit dem Licht nochmal prüfen, bevor ihr zum Beispiel das Display einbaut, ob ihr hier wirklich ein Originaldisplay habt, beziehungsweise ob ihr ein Display habt, das hier den Fingerabdruck überhaupt unterstützt. Danach setze ich den Fingerabdrucksensor ein. Wie gesagt, Kleber haben wir vorher schon gereinigt, deswegen muss ich den jetzt hier nur reindrücken, das Flexkabel hier einmal anstecken. Und bei dem Flexkabel fürs Display fehlt jetzt beim neuen Display auf der Rückseite der Kleber. Da könnt ihr jetzt entweder versuchen, vom alten Displaykabel sich den zu organisieren. Ich mache hier allerdings lieber einen neuen Klebestreifen rein. Dazu nutze ich das gleiche Klebeband, das ich euch vorher für den Akku empfohlen habe, nur in einer etwas dünneren Ausführung. Das dürfte 3 mm breite sein. Ich schneide mir hier ein passendes Stück ab, drücke das einmal fest und dann kann man die Schutzfolie abziehen. Klappt den Stecker um und zwar so, dass der hier an der linken Seite in diesen Zapfen sitzt, aber auch auf der rechten Seite in den Zapfen sitzt. Das ist wichtig, dass ihr den wirklich so fixiert, denn ansonsten könnte es beim Zusammenbau später Probleme geben. Bei mir ist es jetzt so, der hält hier noch gar nicht mal so gut. Da müssen wir nochmal den etwas lösen und nachkorrigieren. Und dann sollte das eben so aussehen, wie gesagt, auf beide Seiten dieser Zapfen neben den Anschluss. Weiter geht es dann oben bei der Hauptplatine. Da nehme ich mir wieder das ganze Bauteil mit den Kabeln. Legt die Platine hier einfach gerade rein, drückt die etwas nach unten. Achtet jetzt hier nur darauf, dass die überall die Kabel dran sind, nicht eingezwickt werden. Und schnappe mir dann auch hier die schwarze Schraube und fixiere diese in der Nähe von der Hauptkamera. Oben müssen wir jetzt erstmal nichts weitermachen. Wir müssen wieder nach unten zum Gerät. Und zwar stecken wir jetzt einmal da die zwei Kabeln an. Und danach, wie vorher schon erwähnt, schauen wir, wo ist R, wo ist W. R ist hier, also kommt das rote Kabel auf den linken Anschluss. Dieses wird auch hier zusätzlich mit einer Metallklammer am Kabel, an der Subplatine noch gehalten. Und dann als zweites das weiße Kabel. Da gibt es keine Halterung auf der Subplatine. Und dann würde ich euch empfehlen, fangt am besten von oben an. Das rote, dünnere Kabel sollte unten verlaufen und das weiße, dickere Kabel darüber. Und dann fahre ich hier einfach mit dem Kunststoffwerkzeug entlang, bis das Kabel hier sauber in der Aussparung sitzt. Danach kann ich mir die untere Abdeckung mit dem vorinstallierten Lautsprecher schnappen. Lege auch hier, ähnlich wie bei Subplatine, das Ganze erstmal unten als erstes an und lasse es dann mit relativ viel Druck einrasten. Jetzt sind wir hier gleich mit der Reparatur fertig. Es fehlen hier lediglich noch die paar Schrauben im unteren Bereich des Smartphones. Da, wie gesagt, silberne Schrauben sind eigentlich alle gleich lange. Ich mache es nur einfach aus Gewohnheit so, dass ich hier unten auch wieder die Schrauben reinschraube, die ich vorher auch vom unteren Teil des Smartphones entfernt habe. Könntet ihr die allerdings auch mit den Schrauben von der Hauptplatine mischen. Wenn das passiert ist, gehen wir wieder nach oben. Angesteckt ist dann alles, bis auf der Akkumulator. Das sollte das letzte Bauteil sein, das man verbindet, zumindest je nach Gerät, wenn das möglich ist, als allerletztes. Dann haben wir wieder die obere Abdeckung mit dem Lautsprecher. Da könntet ihr schauen, manchmal sammelt sich hier Staub, dann könnte man den reinigen. Hier sieht es jetzt gut aus.
und auch hier wird die Abdeckung erst oben eingehakt und dann hörbar nach unten eingeschnappt. Auch hier wieder alle Schrauben fixieren. An dieser Stelle könnte ich mir jetzt eigentlich 5 Euro sparen, indem ich hier einfach den alten Kleber wieder verwende und den Deckel jetzt einfach drauf mache. Ich zeige es euch jetzt trotzdem, wie man hier den Kleber noch tauschen kann. Die Seite auf dem Display ist ja jetzt sowieso komplett kleberfrei, da auch der Rahmen neu ist. Deswegen müssen wir hier gar keine Klebereste entfernen, sondern lediglich am Backcover befindet sich jetzt noch der doppelseitige Kleber. Und da solltet ihr äußerst vorsichtig sein, wenn ihr diesen entfernt, denn die Rückseite ist nicht so, wie es den Anschein hat, wirklich schwarz, sondern im Endeffekt haben wir hier ein transparentes Stück Glas oder Kunststoff, je nachdem welches Modell ihr habt. Aber in beiden Fällen wird es von hinten einfach mit einer Farbe lackiert. Das heißt, wenn ich jetzt hier hinten Kratzer reinbekomme, dann kann es sein, dass ich diese auf der anderen Seite sehe, beziehungsweise es kann sogar passieren, dass ihr durch das Backcover dann durchschauen könnt, wenn ihr euch ein größerer Teil vom Lack abplatzen sollte. Deswegen arbeitet ihr am besten mit einem stumpfen Werkzeug, geht hier seitlich an eine Stelle, wo ihr den Kleber erstmal etwas wegdrücken könnt. Und meistens, wenn ihr da einmal mit dem Werkzeug drunter kommt, dann könnt ihr den Kleber nicht selten sowieso an einem Stück oder zumindest an mehreren größeren Stücken einfach abziehen. Also nur in dem Fall, wo ihr den initial vom Backcover löst, müsst ihr mit dem Werkzeug arbeiten. Ansonsten kann man eigentlich alles einfach mit den Fingern abziehen. Wichtig ist, dass hier wirklich alles vom doppelseitigen Kleber weg ist. Solche ganz kleinen Stellen wie hier, die müsst ihr nicht unbedingt entfernen, die kann man auch dran lassen. Aber der doppelseitige Kleber hat natürlich eine gewisse vordefinierte Dicke und der muss unbedingt weg, sonst habt ihr am Ende, wenn ihr zwei Kleber übereinander quasi mit alt und neu habt, ein Problem, dass der Deckel hinten nicht eben sein wird. Nachdem der Kleber entfernt ist, entferne ich einmal die Schutzfolie vom neuen Kleber. Die Klebeseite kommt dann nach unten und wir sehen hier schon an der großen Aussparung, die muss über den Kameragläsern hinkommen. Dann kleben wir uns das so weit außen wie möglich hin, allerdings ohne, dass der Kleber am Rahmen übersteht. Einmal komplett festdrücken, am besten kontrolliert ihr das nochmal von der zweiten Seite, dass hier wirklich der Kleber nirgendwo übersteht. Und dann drückt ihr euch den einmal sauber fest, zieht dann die Schutzfolie auf der zweiten Seite ab, beziehungsweise es besteht insgesamt aus einer großen und einer kleineren Schutzfolie. Dann sollte das Ganze so aussehen, wie es bei mir direkt nach dem Ausbau schon ausgesehen hat. Dann können wir es verkleben. Eine Sache solltet ihr allerdings noch beachten. Und zwar sollte man vorher noch mal kurz die Kameragläser ausblasen und auch die Kamera selbst. Denn hier ein kleinstes Staubkorn kann dazu führen, dass eure Kamera unscharf ist oder ihr eigenartige Reflexionen bekommt, wenn sich das Licht im Staubkorn bricht. Danach kleben wir das Ganze hier bündig drauf. Ich drücke das nochmal etwas fest. Der SIM-Kartenhalter kann dann auch als allerletztes Bauteil wieder eingesetzt werden. Eine Sache machen wir jetzt allerdings noch, bevor ich das Smartphone teste. Und zwar lege ich es jetzt nochmal kurz auf die Heizmatte. Nachdem der Deckel dann wieder aufgewärmt ist, gebe ich das Ganze in eine Presse rein. Die Presse hat auf beide Seiten relativ dicken, weichen Schaumstoff und passt sich beim Zudrehen an die Form des Smartphones an. Drücke dieses jetzt quasi bündig zusammen. Dann warte ich kurz ab, bis das Ganze wieder Zimmertemperatur erreicht hat. Und dann hat es auch die gleiche Klebekraft, wie das Original sein sollte. Natürlich wirst du jetzt wahrscheinlich nicht so eine Presse privat zu Hause haben. Deswegen musst du dir da irgendwie anders behelfen. Heiß machen mit der gleichen Methode, wie du auch den Deckel schon gelöst hast. Beim Zusammenpressen muss man vielleicht schauen, ob man da sich ein paar Bücher oder irgendwas drauflegt. Es muss jetzt nicht eine unglaublich hohe Kraft ausgeübt werden, sondern nur gleichmäßig auf die komplette Länge vom Smartphone, damit der Deckel eben bündig nach unten gedrückt wird. Nach ein paar Minuten nehme ich das Smartphone dann wieder raus und dann testen wir es nochmal. Auf der zweiten Seite befindet sich übrigens noch eine Schutzfolie, die vom Hersteller her vormontiert ist. Nichts, was drauf bleiben soll, dient lediglich als Transport- und Einbauschutz. Ich lasse das jetzt bis zum Ende noch drauf, damit wir hier nicht gleich das neue Display mit Fingerabdrücken und anderen Sachen verschmieren. Zusätzlicher Tipp wäre auch noch, wenn ihr ein Display habt, das jetzt nicht wie bei mir gar nichts mehr anzeigt, sondern an sich noch funktioniert hätte, fehlerfrei, nur das Glas ist gebrochen, dann könnt ihr die auch für relativ viel Geld
online verkaufen. Und zwar gibt es Firmen, die so gebrochene Displays aufbereiten und diese haben dann immer Interesse, funktionsfähige Displays zum Kaufen. Allerdings, wie gesagt, nur wenn euer Display komplett fehlerfrei ist. Das heißt, Anzeige darf keine schwarzen Flecken, bunte Farben oder ähnliches haben. Die Glasscheibe kann allerdings natürlich komplett zerbrochen sein. Nachdem das Smartphone hochgefahren ist, bin ich jetzt in der Telefon-App. Da gebe ich ein Sternraute, 0 Sternraute. Dann öffnet sich das Testmenü. Da kann man zum einen mal die grundlegenden Farben testen. Da sollte man, wenn man jetzt irgendwelche Pixelfehler am neuen Display hätte, sollte man erkennen, dass diese einzeln aufleuchten. Ist jetzt beim Originaldisplay bei mir noch nie der Fall gewesen, dass da was wäre. Habt ihr aber nicht originales Display, dann kann da natürlich schon mal eher was sein. Danach können wir den Receiver testen. Das heißt, jetzt sollte nur der obere Lautsprecher Geräusche machen. Vibrationsmotor sollte jetzt funktionieren. Megacam ist die Hauptkamera, die müssen wir aber gleich nochmal gesondert testen, denn aus irgendeinem Grund hat Samsung das so gemacht, dass man im Testmenü immer nur die Einfachkamera testen kann, aber nicht Zoom- und Weitwinkelkamera. Danach gibt es noch andere Funktionen bei Sensoren, da kann man mal reinschauen, ist allerdings jetzt in der Regel nichts Relevantes, was man wirklich testen muss oder was häufig kaputt geht. Was man aber noch schauen sollte, ist einmal die Touch-Funktion. Da muss man in der Lage sein, hier alle Kästchen mit einer Linie verbinden zu können. Und wenn ihr hier dieses Kreuz mit dem Rechteck außenrum auch wirklich machen könnt, dann ist auch sichergestellt, dass ihr auch in die Zwischenräume wirklich arbeiten könnt. Danach gibt es nochmal einen Lautsprechertest. In diesem Fall laufen beide Lautsprecher jetzt. Jetzt nur der untere und jetzt nur der obere. Dann gibt es noch den Frontkameratest. Den kann man schon machen. Da gibt es nur eine bei diesem Modell. Und danach gehe ich nochmal in die Kamera-App und teste die Kameras nochmal separat, denn bei den Kameras ist es bei den meisten Smartphones, die hier mehrere Kameras auf der Rückseite haben, so, dass wir hier mehrere Zoom-Stufen haben. Und zwar heißt es im Endeffekt, hier sind wir bei Einfach-Zoom, das heißt, es sind jetzt nicht alle drei Kameras aktiv, sondern nur die Hauptkamera. Und da haben wir ja vorher gesagt, die Hauptkamera ist die mittlere, das heißt, wenn ich jetzt hier zwei Kameras abdecke, habe ich hier immer noch ein Bild auf der anderen Seite. Decke ich die mittlere Kamera ab, dann ist es schwarz. Wenn ich jetzt allerdings auf 0,5-fach gehe, das wäre jetzt der Weitwinkel, und decke jetzt wieder nur die mittlere ab, dann ist nichts abgedeckt. Decke ich die obere ab, dann ist das Bild schwarz. Das heißt, die obere Kamera ist der Weitwinkel und das gleiche kann man nochmal für den Zoom wiederholen und dieser wird die untere Kamera sein. Gerade aufgefallen ist, es ist bei diesem Modell gar nicht so, dass hier der Zweifach-Zoom eine separate Kamera, sondern der Zweifach-Zoom scheint hier nur digital zu sein über die mittlere Kamera. Deswegen hat es wahrscheinlich auch nur drei Kameras, denn viele Samsung-Handys haben ja mittlerweile vier Kameras auf der Rückseite. Und da wird es so sein, man sieht es auch an der Größe, die untere Kamera hat hier eine super, super kleine Linse, die anderen scheinen ja deutlich größer zu sein. Das heißt, hier haben wir einfach Zweifach-Zoom, hier die Weitwinkel. Und die untere wird wahrscheinlich nur für die Tiefenerkennung da sein. Tiefenerkennung bedeutet quasi, dass die Kamera schaut, wie weit ist der Hintergrund weg, wie weit ist der Vordergrund an der Kamera dran. Und dann wird das digital, so wie es jetzt bei mir gerade ist, so gemacht, dass der Hintergrund quasi unscharf ist, ohne dass eben das wirklich eine Spiegelreflexkamera oder ähnliches ist, was das Bild, so wie es hier ist, ja natürlich erzeugt, ohne das digital zu manipulieren. Das heißt, hier ist es quasi wirklich so, ein- und zweifach Zoom ist die gleiche Kamera. Das bedeutet im Endeffekt auch, wenn ihr die maximale Bildqualität haben wollt, würdet ihr immer versuchen, auf Einfachzoom zum Filmen oder zum Fotografieren, denn Zweifachzoom bedeutet im Endeffekt einfach, dass das Bild digital reingezoomt wird, ihr somit Megapixel verliert und die Qualität im Endeffekt schlechter wird. Bei anderen Modellen, die haben oft eine separate Zoomkamera, die ist zwar meistens qualitativ auch nicht ganz so gut, aber die unterstützt dann den Zoom zumindest auf Seite von der Brennweite von der Kamera. Das heißt, es wird nicht digital einfach reingezoomt und man verliert dann nicht die Pixelzahl bzw. die Schärfe vom Bild. Nichtsdestotrotz, die Reparatur war ein voller Erfolg und das Gerät kann wieder zurück an seinen Besitzer. Hast du jetzt noch Fragen zu dieser Reparatur, schreib es mir doch gerne in die Kommentare. Oder willst du, dass ich deinen Samsung A54 5G für dich repariere? Dann ist hier oben meine Homepage verlinkt. Da findest du zum einen eine Preisliste oder auch eine Anleitung, wie du mir ein Gerät für die Reparatur einschicken kannst. Ich kann auch andere Geräte für dich reparieren. Frag einfach danach. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann.